Es kann jeden von uns treffen und jeder von uns kennt jemanden, den es schon getroffen hat. Heute rede ich über das Thema Burnout. Im Schnitt sind die Menschen, die vom Burnout betroffen sind, zwischen 30 und 50. Das heißt, sie stehen mitten im Leben und haben nicht nur was mit Job zu tun, sondern müssen sich auch um Familie und Privatleben kümmern, Haus bauen und so weiter. Also sie sind multipel engagiert. Burnout kann jeden von uns treffen, auch mich. Es geht nämlich immer um Menschen, die ganz besonders engagiert sind, die alles geben wollen, die ihre Ziele erreichen wollen, die aber gleichzeitig natürlich auch sensibel sind und Probleme haben mit Niederschlägen, mit Niederlagen umzugehen oder auch mal was nicht richtig gut zu machen. In dieser Folge erkläre ich dir, wie du erkennst, ob du Burnout gefährdet bist, und ich zeige dir 5 Gewohnheiten, die sich bewährt haben, um es gar nicht zu Burnout kommen zu lassen. Zuvor kleiner Disclaimer: Ich bin natürlich kein Arzt und alles, was ich dir sage, ist meine rein persönliche Meinung und kein medizinischer Rat. Das darf ich gar nicht und kann ich gar nicht. Ich kann das nur aus meiner Erfahrung erklären. Wenn du merkst, dass du Burnout gefährdet bist oder schon Burnout hast, geh zum Arzt und lass dir helfen. Was macht Burnout so gefährlich und wieso kann es alle von uns treffen? Wir haben heute so gut wie alle Jobs, die nie zu Ende sind. Ja, und wir wollen ja alle unser Bestes geben. Das heißt, es gibt ja niemanden mehr, der heute nach Hause geht und sagt: Hey, es gibt nichts mehr zu tun. Die Arbeit hört nie auf. Es ist immer mehr da, als man schaffen kann. So, und wenn noch dazu kommt, dass dein Chef dich nicht wertschätzt, dass deine Kollegen dich nicht wertschätzen, dass du immer mehr draufgeladen bekommst, dass du keine Erfolge erlebst, dann ist da schon ein übles Gemisch zusammengerührt, das schnell zum Burnout führen kann. Ich habe das selber erlebt. Bevor ich meine Firma hier gegründet habe, war ich ja angestellter Manager und war in der klassischen Sandwich-Position. Ich habe Druck von oben bekommen, ich habe Druck von unten bekommen. Ich hatte massive Anforderungen, den Umsatz zu erreichen, gegen die Krise anzuarbeiten, alles zu verändern. Es war ein extrem politisches Umfeld und ich konnte eigentlich kaum was richtig machen. Und das sind Sachen, die einen frustrieren. Ja, du arbeitest und arbeitest, bekommst aber nur Gegendruck, hast wenig Erfolgserlebnisse und hast irgendwie das Gefühl: Hey, es hört niemals auf. Und egal, ob du jetzt 8, 10, 12 oder 14 oder 18 Stunden arbeitest, es ändert sich nichts. Also dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Und in solchen Momenten fangen wir natürlich dann auch noch das, was uns gut tut, zu vernachlässigen. Wir machen keinen Sport mehr, wir treffen uns nicht mehr mit Freunden, wir kümmern uns nicht mehr um Hobbys, wir sind nur noch in dieser Mühle drin. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das macht uns dann meistens auch nicht besser, weil wir Erholung natürlich auch brauchen. Und dadurch wird es immer schwieriger, auch Erfolge zu erzielen. Und so kommen wir in eine Spirale rein, die dann halt im Burnout enden kann. Klar, wir schaffen nicht immer alle Aufgaben und wir haben alle meistens, wie gesagt, mehr zu tun, als wir schaffen können. Aber das heißt ja nicht, dass wir alle automatisch Burnout haben. Aber was sind so die Anzeichen? Wenn du mal so nicht reinhörst, was sind die Anzeichen, auf die du achten solltest, wo man erkennen kann: Hey, da besteht eine Gefahr. Das erste ist sicherlich ein Gefühl der Erschöpfung, dass du sagst: Hey, ich arbeite, aber ich komme nicht vorwärts. Es gibt keine Pausen mehr. Du merkst auch, dass du dich nicht mehr richtig konzentrieren kannst. Dann, es geht dir auch irgendwie der Sinn und der Spaß an der Arbeit verloren. Ja, du begegnest dem Ganzen nur noch mit so einem Zynismus und sagst: Was soll denn eigentlich das Ganze? Du bekommst auch keine Wertschätzung von Kollegen, keine Wertschätzung von deinem Chef. Es ist im Prinzip so ein Hamsterrad, das sich immer schneller und immer weiter dreht. Und du merkst auch, wenn du so unter Stress gerätst, du wirst ja nicht mehr besser. Ja, du merkst eigentlich auch: Hey, das habe ich früher viel schneller geschafft. Das heißt, dir geht die Konzentration verloren. Du merkst: Ah, du hast eigentlich keine Kraft mehr. Keine Kraft mehr zur Arbeit zu gehen, keine Kraft mehr, dich mit neuen Sachen zu beschäftigen, oft auch gar keine Kraft mehr, sich mit schönen Sachen zu beschäftigen in der Freizeit. Und zu dem Ganzen kommt so ein Gefühl der Ohnmacht, ne? Dass du sagst: Hey, ich bin hier in einer Situation drin, an der ich eigentlich nichts mehr ändern kann. Alles dreht sich irgendwie im Kreis und du findest keinen Ausweg. So, wie kannst du jetzt so einer Situation vorbeugen? Das Erste, was ich sagen möchte: Also es gibt immer Phasen der Anspannung. Und es gibt Phasen der Pause. Ich meine, jeder Leistungssportler kennt das. Du kannst nicht 7 Tage die Woche trainieren oder 7 Tage die Woche auf dem Platz stehen und Höchstleistung bringen. Das geht nicht. Im Sport ist uns das allen klar.
Bei der Arbeit vergessen wir das manchmal. Ja? Das heißt, wir sind nur dann leistungsfähig, wenn wir eine Zeit haben, wo wir Vollgas geben können und dann auch eine Zeit haben, wo wir halt nichts machen oder was anderes machen. Das heißt, wo wir uns wieder entspannen können. So, und auf diesen Rhythmus gilt es zu achten. Ja? Das heißt, nicht jeden Tag irgendwie bis 10 Uhr abends arbeiten, sich ganz klar auch Grenzen setzen, dass man sagt, hey, es gibt mal mindestens 2, 3 Tage die Woche, wo ich um 5 oder um 6 sage, das war's. Und mir dann auch Zeit dafür nehme, was anderes zu machen. Mich mit Freunden zu treffen, spazieren zu gehen, ein Buch zu lesen, irgendwas, was nichts mit der Arbeit zu tun hat, dass dein Kopf auch mal was anderes sieht, was anderes tun kann. Oder von mir aus auch nur auf die Wiese legen, mit dem Rücken, mit dem Kopf in die Luft starren und einfach gar nichts machen und idealerweise auch nicht an die Arbeit denken. Also auch mal versuchen, dieses Kopfkino abzuschalten. Aber da habe ich noch einen speziellen Tipp für dich. Sport und Bewegung ist auch ein super Stichwort, denn wenn wir es jetzt nicht übertreiben, sondern es regelmäßig machen und nicht Vollpower geben, sondern wirklich zur Entspannung nutzen, sind Bewegung und Sport halt auch sehr, sehr gute Mittel, dagegen zu arbeiten. Ne? Wenn wir ganz viel im Kopf machen, müssen wir dann halt zum Ausgleich auch mal was mit dem Körper, mit den Beinen, mit den Armen machen. Also ich zum Beispiel gehe abends immer mit Maria spazieren, so 1, 2 Stunden und mache das Handy aus, denke eigentlich an nicht mal viel und für mich ist das echt die Entspannung pur. So, und da war auch schon der Tipp drin, dass es, wenn ich mit Maria rausgehe, dass ich dann eigentlich mein Handy ausmache. Da will ich eigentlich nur noch quasi Natur sehen und mich auf den Hund konzentrieren. Also diese ständige Erreichbarkeit, ne? Ständige WhatsApp-Nachrichten, ständige SMS, ständige E-Mails, die man kontrolliert. Ja, das, so wie ich es schon sage, fühlt sich das auch an. Das kann einen wirklich fertig machen. Ne? Also auch am Wochenende oder nachts. Es gibt ja Leute, die vorm Schlafen gehen und morgen als erstes ihre E-Mails checken. Ja, das kann nicht gut sein. Ich meine, das weiß jeder. Also auch ganz klar Zeiten einräumen, wo du dein Handy nicht für die Firma benutzt. Da kannst du von mir aus Fotos machen, Musik hören oder dir ein Spiel spielen oder sowas, aber es ist nicht für die Firma nutzen. Also auch hier ganz klar sagen, hey, hier gibt es eine Pause von der Arbeit. Und so wie du deine Freizeit strukturierst, kannst du auch deinen Arbeitsalltag strukturieren. Also dass du da auch sagst, hey, es gibt hier Zeiten, wo ich halt nicht erreichbar bin, wenn das machbar ist in dem, was du tust. Bei den meisten ist es machbar. Es gibt halt Zeiten, auch wenn du jetzt im Homeoffice sitzt oder so, wo du sagst, hey, das sind Sachen, wo ich mich auf was konzentriere, wo ich nicht gestört werden will, wo ich wirklich was erreichen will, was kreieren will, was umsetzen will. Ne? Und es gibt ja nichts Frustrierendes, als wenn du halt alle 10 Minuten rausgerissen wirst durch eine WhatsApp, durch einen Anruf. Da kann man nichts schaffen. Ja? Und das führt zu Frustration. Also auch hier ganz klar Strukturen setzen. Das sind Zeiten der Erreichbarkeit, das sind Zeiten der Nicht-Erreichbarkeit. Und das Allerwichtigste ist, dass du Grenzen setzen musst. Das ist schwierig. Ja, weil wir immer leistungsfähig sein wollen, weil wir eigentlich für uns auch keine Grenzen anerkennen, aber dass man halt auch seinen Kollegen, seinem Chef, seinem Projektmanager einfach sagen muss, hey, nee, das übernehme ich jetzt nicht mehr. Nee, das mache ich nicht, weil ich habe dieses und jenes zu tun. Oder okay, ich kann das machen, dann musst du mir aber sagen, was von den anderen Sachen ich nicht mehr tun soll. Und das vergessen wir ganz oft. Ja? Also dieses Nein sagen. Ja, wenn du immer nur Ja sagst, bist du immer überlastet. Entscheidend ist, dass du halt sagst, okay, was sind die wirklich wichtigen Dinge in meinem Job, die mich wirklich voranbringen und dass du dich auf die mir vielleicht auch wirklich Spaß machen, das sind ja meistens dieselben Sachen, ne? Und wie kann ich mich auf die konzentrieren? Und alles andere, da geht es halt auch darum, auch mal konsequent Nein zu sagen, auch zu deinem Chef, auch zu deinen Kollegen, weil die machen das alle. Sonst hätten die nämlich auch Burnout. Die tun das. Und du musst es auch tun. Nein sagen. Und ich weiß, dass das schwer ist, das ist mega hart, deinem Chef Nein zu sagen, aber im Endeffekt ist es ja auch in seinem Sinne, also ich würde ihm das jetzt auch nicht in den Kopf knallen, man kann ihm das ja erklären, kann sagen, okay, du hast mir diese 5 Aufgaben gegeben, diese 3 Aufgaben reichen eigentlich, um mich komplett auszulasten. Das heißt, du musst mir jetzt sagen, wie ich diese 2 Sachen, also welche anderen Sachen ich weglassen soll, damit ich die schaffe oder was ich liegen lassen soll. Das ist, glaube ich, entscheidend, auch da wirklich ganz klar Grenzen zu setzen. Und wenn du selbstständig bist oder Unternehmer bist, dann musst du das halt zu dir selber sagen. Was sind die Sachen, die mich wirklich voranbringen? Ja? Und dieser Zusammenhang zwischen Arbeit
und Ergebnis ist halt nicht 1:1. Ja, also Elon Musk wird nicht doppelt so viel arbeiten, wenn er doppelt so viele Autos verkauft. Da gibt es einen anderen Mechanismus und das nennt sich dann halt der Geist des Unternehmens, ja? Die Mechanik, die da drin steckt. Und die Kunst, das rauszufinden, was das Unternehmen vorantreibt, ohne dass es von deiner Arbeit direkt abhängig ist, das ist die Kunst. Und dann noch ein Geheimtipp von mir, viele verdrehen dann jetzt schon die Augen, aber es gibt eigentlich wenige Sachen, die wissenschaftlich so gut belegt sind, dass sie gut für uns sind, wie Meditation. Meditation hat extrem viele positive Auswirkungen und ist eigentlich das Einfachste, was man tun kann. Du brauchst dafür eigentlich gar nichts. Ja? Du brauchst kein Gerät, du brauchst keine Mitgliedschaft in einem Fitnessclub, du kannst es einfach so machen. Du brauchst auch eigentlich keine App. Ja, du setzt dich einfach hin, schließt die Augen und achtest mal 3 Minuten auf deinen Atem. Und wenn dann das ganze Kopfkino hochkommt und die ganzen Sachen, die man tun muss und die man denken muss, dann versuchst du die einfach mal wegzudrücken und dich wieder auf deinen Atem zu konzentrieren. Und wenn du das regelmäßig tust, wirst du einfach ruhiger. Klar, wenn du jetzt schon eh so in so einem Karussell drin bist, sagen, ey, ja, du wirst gut reden, wenn ich die Augen zumache, dann habe ich 1000 Stimmen im Kopf. Aber das ist halt die Kunst. Ja, das ist die Kunst zu sagen, hey, ich setze jetzt hier bewusst ein Stoppzeichen und ich ändere jetzt was. Ich ändere was an meiner Arbeit und ich ändere was an meinem Leben. Weil im Endeffekt bist du dafür verantwortlich, ob es dir gut geht oder ob es dir nicht gut geht. Niemand anders. Deinem Chef ist das egal im Endeffekt. Der will, dass der Job erledigt wird. Du bist dafür verantwortlich. Und du bist dafür verantwortlich für deinen Partner und für deine Familie und für dich selbst. Und ich musste mich natürlich auch erst daran tasten. Ne? Für Menschen, die aktiv sind, die mega kommunikativ sind, ist es halt super merkwürdig, einfach nichts zu tun. Ja? Es gibt auch viele Menschen, die ich kenne, die sagen, das geht bei mir gar nicht. Aber auch das ist eine Übungssache. Und es gibt Sachen, die deutlich schwerer sind, als nichts zu tun. Ja? Und es gibt natürlich Apps. Ich nutze zum Beispiel die App Calm, C-A-L-M. Wo da auch geführte Meditationen sind, wo eine Stimme ist, die dir sagt ein bisschen, was du tun musst und so weiter. Das macht es einfacher. Und ich habe mich selber daran geführt. Also ich mache das 4-5 Mal die Woche, jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber mindestens 10 Minuten. Und ich merke einfach, wie gut mir das tut, mich auf mich selber zu konzentrieren und mal irgendwie für ein paar Minuten dieses ganze Kopfkino, dieses Monkey Mind, ne, die ganzen kleinen Stimmen in deinem Kopf, die immer mit dir reden, ne, das einfach mal versuchen, für ein paar Minuten vielleicht nicht zum Schweigen zu bringen, aber ein bisschen abzusoften. Das ist richtig gut. Es gibt natürlich noch eine andere sehr coole Methode, wie man versucht, sein Leben ins Gleichgewicht zu bringen, indem man sich halt mal überlegt, hey, wie würde eigentlich mein perfekter Tag aussehen? Und zwar ein Tag, wo du nicht den ganzen Tag am Strand liegst, sondern ein Tag, wo du Arbeit, Beziehung, Gesundheit und Inspiration unter einen Hut bringst. Und diese Idee stammt von einem sehr, sehr coolen Typen, nämlich Raik Hane. Und dazu haben wir ein Interview aufgenommen und das verlinke ich dir in den Shownotes oder direkt hier unten im Video.